Sie haben mich angeschaltet. Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank für die Einladung ins Hambacher Fluss. Ich bin sehr gerne gekommen, weil Sie das gefragt haben. Oh, jetzt soll ich nicht so laut reden, jetzt wird es hochgeschaltet. Ich bin sehr gerne gekommen. Erstens, weil ich von den Hambacher Gesprächen immer nur Gutes gehört habe. Das war eigentlich der erste Grund, weswegen ich sofort Ja gesagt habe. Der zweite, weil es eine Gelegenheit ist, das Hambacher Schloss auch mal zu besuchen. Sie haben völlig recht, das ist eine Schande, dass ich noch nicht hier war. Ich bin von Haus aus Saarländer und das ist eigentlich nicht so weit. Und schlimmer noch, ich war letzten Oktober in der festen Absicht, an einem Wochenende mit Freunden hier in die Südpfalz gekommen und wollte das Hambacher Schloss besuchen. Aber wir hatten eben auch eine längere Zeit der Weinprobe eingeplant. Und am Ende dieser Weinprobe war nur noch die Fahrerin fähig, hier hochzufahren. Der Rest hätte den Fußweg nicht mehr geschafft, der Truppe, sodass wir das dann auch haben sein lassen. Also Sie verzeihen mir das, dass wir den schnöden Wein vorgezogen haben. Ich freue mich deswegen nachher ganz besonders auf den Wein, den wir probieren dürfen. Naja, wie ist die Lage? Schwierig wie die ganze Zeit sozusagen. Vielleicht muss man vorwegschicken, damit man die Perspektive auf die Probleme, die wir im Moment in der Weltwirtschaft insgesamt haben, nicht nur in der Eurozone, auch in anderen Ländern haben, dass wir in den Jahren 2007 bis 2009, eigentlich fing die Finanzkrise ja 2007 schon an, die schwerste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Es ist eine schwere Finanz- und Bankenkrise gewesen, mit wirtschaftlichen Einbrüchen in Deutschland, die so groß waren wie keine der Rezessionen zuvor. Also alles, was wir früher schlimm fanden, den ersten Ölpreisschock in den 70ern oder so, das ist Kinderkram gewesen dagegen. Es war der schwerste wirtschaftliche Einbruch seit der Weltwirtschaftskrise der Ende 20er, Anfang 30er Jahre, die ja ebenfalls eine Bankenkrise letztlich gewesen ist. Und man muss wissen, dass die Auswirkungen solcher Bankenkrisen ziemlich lange nachhallen und nachwirken. Im Falle der Weltwirtschaftskrise hat es eine ganze Reihe von Fehlern in der Wirtschaftspolitik gegeben, die Probleme vervielfältigt haben, die im Anschluss kamen. Und das wissen Sie ja alle, was sich daraus dann politisch ergeben hat, weltweit. Insofern haben wir die Finanz- und Wirtschaftskrise 2007 bis 2009 ziemlich gut bewältigt, erstens. Und zweitens dürfen wir nicht ungeduldig werden, wenn es um die Bewältigung der Auswirkungen dieser Krise geht. Was passiert, wenn die Leute in den verschiedenen Ländern ungeduldig werden, haben wir gerade in Großbritannien mit dem Brexit erlebt. Das hat ein gutes Stück weit damit zu tun. Wir haben natürlich in dieser Entwicklung seit 2009 in Deutschland eine relativ günstige Situation. Oh ja, ich habe den YouTube-Kanal vergessen, ich sollte hier stehen bleiben. Ne? Nicht hin und her wandern, das machen wir ja dann nachher. Wir sind relativ gut durch die Krise durchgekommen. Alleine von der Situation am Arbeitsmarkt her müssen wir sagen, dass kein vergleichbarer Einbruch der Situation am Arbeitsmarkt beobachtet werden kann, wie wir das beim Bruttoinlandsprodukt in Deutschland gesehen haben. Das gilt für andere Länder in der Eurozone nicht. Es gilt auch für andere Länder weltweit nicht, die viel größere Probleme damit gehabt haben, auch auf dem Arbeitsmarkt. Und im Zuge der weiteren Entwicklung haben halt manche Staaten mehr Glück und eine bessere Entwicklung gehabt als andere. Dazu gehört beispielsweise die USA, die zwar nicht so schnell mit dieser Krise zurechtkam wie in früheren Phasen, also selber auch noch ein bisschen an den Auswirkungen dieser Finanzkrise krankt. Es gilt auch für Großbritannien, das einigermaßen damit zurechtgekommen ist, aber immer noch mit einer einigermaßen hohen Arbeitslosigkeit zu kämpfen hat, deutlich höher als in Deutschland, wenngleich deutlich niedriger als in anderen Ländern der Eurozone. Das ist die Situation, in der wir im Moment sind und das macht es nun mal schwierig. Insofern ist die Botschaft meines Vortrags zunächst mal, wir haben die Finanz- und Wirtschaftskrise noch nicht bewältigt. Sie ist in eine Schuldenkrise in Europa gemündet, zum Teil eine Krise der Privatverschuldung. Das betrifft vor allen Dingen die Bankensysteme, aber auch die privaten Haushalte.
und auf der anderen Seite eine Krise der Staatsverschuldung in einer ganzen Reihe von Ländern. Und das nun hinter sich zu lassen, das dauert seine Zeit. Und es ist natürlich schwierig, den Menschen, die ungünstig davon betroffen sind, zu sagen, ihr müsst noch ein paar Jährchen ausharren. Das gilt vor allen Dingen für Griechenland, weil das ja sozusagen der Anlass des Vortrags ist. Aber ich schreibe schon ein Land in Klammern dahinter, das Sie auf der Einladung nicht sehen, das uns gerade aktuell eine ganze Reihe von Sorgen bereitet. Und ich werde darauf auch nochmal eingehen. Vielleicht können wir nachher die Auswirkungen des Brexit, vor allen Dingen die politischen Auswirkungen, die Frage, welche Schritte in der europäischen Integration davon positiv oder negativ betroffen sind, mit Herrn von Weizsäcker diskutieren, wenn wir hier zusammensitzen. Also ich gehe zunächst mal auf die ökonomische Situation ein. Wenn Sie sich anschauen, einerseits das Wachstum in der Eurozone, das ist hier abgebildet. Ich habe die schwierigen Jahre bis 2010 schon vorne sein lassen. Sie sehen also nur 11 und dann die Prognose bis 2016. Dann ist das in den Jahren 12, 13, als die Schuldenkrise besonders stark war, bevor Mario Draghi anfing, die Euro-Rettung in den Vordergrund zu stellen, ein relativ mageres Wirtschaftswachstum, also wieder hier eine Rezession in 12 bis Anfang 13 und dann geht es allmählich hoch, also hier so ein bisschen in den Quartalen 2013 haben wir das Quartal 2, 3, 4 und 14, das sind eher, wenn Sie das zusammennehmen, Seitwärtsbewegungen im Wirtschaftswachstum für eine Wirtschaftsregion, die ja aus einer schweren Krise gekommen ist. Ja? Wir in Deutschland haben in den Jahren 10 und 11 das Niveau des Bruttoinlandsprodukts schon wieder erreicht, das wir vor der Krise hatten. Wir sind seither auf dem gleichen Wachstumspfad. Das gilt für die Gesamtheit der Eurozone nicht. Im Jahr 2015 haben wir die erste Erholung mit 1,6%. Das ist nicht besonders dynamisch, aber doch einigermaßen. Und für das Jahr 2016 erwarten wir 1,5% in der Summe. Ich gehe gleich noch ein bisschen auf die Unterschiede in den Euro-Ländern ein. Das ist der Blick, den wir auf die gesamte Eurozone werfen. Und dazu gehört aus Sicht der EZB eben auch die Entwicklung der Inflation. Das hier sind die Inflationsraten, also die Veränderungen des Verbraucherpreisindexes, den die EZB verwendet. Dieses HVPI steht für harmonisierter Verbraucherpreisindex. Diese magentafarbene Linie gibt die Inflationsraten wieder. Und Sie sehen hier einmal den Einbruch mit leicht deflationären Tendenzen, also negativen Inflationsraten während der Krise 2009. Dann gehen Inflationsraten einigermaßen nach oben bis auf 3%. Und dann sinken sie allmählich wieder runter bis in die Jahre 14, 15. Hier haben wir wiederum gewisse negative Inflationsraten, aber insgesamt dann doch auch bleibt die Inflation niedrig bei etwa 0%. Mal einen Monat runter, mal einen Monat drüber. Besonders gut sieht das nicht aus. Was man sich vor Augen führen muss, das ist die Tatsache, dass wir in dieser Zeit, also bis jetzt ins Jahr 2016 hinein, die preisdrückenden Effekte vor allen Dingen von den Rohstoffpreisen her haben und hier insbesondere von den Energiepreisen. Der Ölpreis macht hier wahnsinnig viel aus. Dann kann man sich immer darüber streiten, ist das, was wir beim Ölpreis sehen, nun nachfragegetrieben oder angebotsgetrieben? Es ist immer beides. Was wir allerdings sagen können, hier in der großen Wirtschaftskrise, in der Finanz- und Wirtschaftskrise, war es vor allen Dingen die weltweite Nachfrage, die den Ölpreis nach unten getrieben hat. Hier ist es eine stärkere Mischung aus beiden Faktoren, sodass dann also auch die Situation in den erdölproduzierenden Ländern eine Rolle spielt. Also wenn man das abzieht und die sogenannte Kerninflation anschaut, sind wir bei 1% Inflationsrate. Aber auch das ist nun mal nicht wirklich beruhigend, wenn die Zielgröße 2% ist. Retrospektiv können Sie immer sagen, zwischen 0 und 2% haben wir Preisstabilität. Aber als Zielgröße sind die 2% von der EZB vorgegeben. Und von daher ist verständlich, dass sie versucht, dahin zu kommen. Wir sehen ja auch in diesen Zahlen nicht, was passiert wäre ohne die Eingriffe der EZB. Ja, das lässt sich immer nur in einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Modellanalysen versuchen herauszufinden, die aber alle immer ihre Vor- und Nachteile haben. Also nach Einschätzung der EZB sind die günstigeren Wachstumsraten hier und die Tatsache, dass man über der Nulllinie geblieben ist bei der Inflationsrate, vor allen Dingen auf ihre Politik zurückzuführen. Das wundert jetzt nicht, dass sie uns diese Berechnungen vorlegt, die EZB, denn sie will ja auch diese Politik durchführen. Wir haben selber Berechnungen durchgeführt,
und dann versucht abzuleiten, unter welchen Bedingungen das gilt. Das kann man schon in einem bestimmten Bereich von vernünftigen Annahmen auch so herleiten. Also ich will nicht sagen, dass das aus der Welt ist, was die EZB uns hier erzählt. Das ist es sicherlich nicht. Es gibt klare Unterschiede zwischen den Ländern. Wir haben dynamische Länder. Entschuldigung, ich muss die nächste Folie nehmen. Wir haben dynamische Länder wie Portugal, das 1,5% Wachstum im Jahr 2015 hatte, Spanien mit 3,2 und der Spitzenreiter Irland mit 7,8. Das sind drei Problemländer, wie wir gerne sagen, aus der Eurokrise heraus. Portugal ist noch am schlechtesten von diesen dreien, Irland ist am besten, aber insgesamt doch eine anständige Dynamik. Und ich greife diese drei immer als erstes raus, weil es sind die drei Mitgliedstaaten, die Reformen relativ stark durchgeführt haben. Also entweder im Rahmen eines Programms, das von den Europäern mit ihnen vereinbart wurde, durch einen dieser Rettungsfonds, ich werde die gleich nachher nochmal ein bisschen genauer nennen, oder aber im Falle Spanien war es zumindest ein kleines Bankenprogramm mit entsprechenden Auflagen und dann hat die spanische Regierung auch nochmal deutlich mehr Reformen durchgeführt. Das schlägt sich nieder im Wirtschaftswachstum. Wir haben Deutschland, das durchgehend einigermaßen gut performt, mit solchen Wachstumsraten von 1,5 mal drüber, mal drunter Prozent. Belgien ist ähnlich, die Niederlande ist ähnlich, mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen schwächer. Österreich ist deutlich schwächer und Finnland auch. Das sind zwei Länder, die in der Krise nicht so stark betroffen waren von der Verschuldungsproblematik. Und dann haben wir daneben Italien und Frankreich, die beide insgesamt sich seit der Finanz- und Wirtschaftskrise deutlich schlechter entwickelt haben. Auch viel zurückhaltender gewesen sind bisher mit Reformen, zum Teil so gut wie nicht reformiert haben. Auch dazu gleich noch ein paar Anmerkungen für die beiden Länder. Und schließlich Griechenland, das, wie Sie gleich sehen werden, die größten Anforderungen, den größten Anpassungsbedarf, die größten Anforderungen an seinen wirtschaftspolitischen Kurs hatte. Dieser Anpassungsbedarf bedeutet für Griechenland, dass es immer noch einen ziemlich langen Weg vor sich hat. Griechenland hat 25%, ein bisschen mehr sogar, seines Bruttoinlandsprodukts verloren, bezogen auf das Jahr vor der Krise. Man kann natürlich dann sagen, wenn man den Zeitpunkt des Eintritts Griechenlands in die Europäische Währungsunion nimmt, dass sehr viel von dem dann starken Wachstum eben auch übermäßig schuldenfinanziert war. Aber da wollen wir jetzt mal nicht so kritisch sein an der Stelle. Egal, ob man den Griechen vorher sagt, ihr habt zu viel Party gefeiert oder ihnen einfach nur hinterher sagt, wir können gut verstehen, dass ihr diese Verluste nur schwer ertragen könnt. Das hilft einem, der Party gefeiert hat, nicht, wenn man ihm sagt, dein Krater ist selbst verschuldet. Ja? Die Verluste sind nun mal enorm und das heißt auf der anderen Seite, dass die Härten für die Bevölkerung auch entsprechend stark sind. Das zeigt sich in der Arbeitslosigkeit. Die will ich jetzt gleich in Grafiken lieber mit Ihnen diskutieren. Und wenn Sie die Zahlen sehen wollen, gehen wir nochmal zurück, damit Sie es nicht nur so schematisch haben. Hier habe ich diese Problemländer alle abgebildet und nehme Frankreich mit dazu. In Gelb Griechenland, man sieht hier vorher den Rückgang der Arbeitslosigkeit bis 2008. Dann kommt die Krise und es geht nach oben auf über 20%. Und Griechenland ist zwar seit 2012 in einem Besserungsprozess sozusagen, der Arbeitsmarkt verbessert sich zunehmend, aber die Situation ist nun mal immer noch prekär in dem Sinne, dass die Arbeitslosigkeit eben hoch bleibt. Für diejenigen, die Reformen empfehlen und sich überlegen, funktioniert das, was wir da empfohlen haben, muss man sagen, naja, die Trendwende ist da und es ist auch eine Dynamik da in der Abnahme der Arbeitslosigkeit. Und das, obwohl im vergangenen Jahr mit der neuen griechischen Regierung ja einiges an Turbulenzen passiert ist. So, trotzdem haben wir auch im Jahr 2015 einen Abbau der Arbeitslosigkeit beobachten können. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, dann wird in der zweiten Jahreshälfte in Griechenland auch wieder Wachstum zurückkehren, nachdem sich diese neue Regierung auf den Reformpfad zurückbewegt hat. Es ist in Spanien übrigens ähnlich schwierig, auch dort hohe Arbeitslosigkeit mit über 20%. Da bewegen wir uns jetzt ähnlich stark nach unten, sogar noch ein bisschen stärker. Sie sehen so ein bisschen, dass hier die Kurve steiler wird am aktuellen Rand, dass man also trotz der Hängepartie, die Spanien im Moment nach den Wahlen hat, immer noch Arbeitslosigkeit abbaut. Wenn Sie sich fragen,
warum kommen diese Unterschiede zwischen den Ländern zustande? Dann hat das natürlich einmal mit der Schwere des Schocks zu tun und dem notwendigen Anpassungsbedarf. Es hat andererseits aber auch mit der Verfasstheit des Arbeitsmarktes zu tun. Je rigider die Arbeitsmärkte sind, umso schwieriger ist es, Arbeitslosigkeit zu verhindern. Wir hatten in Spanien Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre ähnlich hohe Arbeitslosenquoten mit einem sehr rigiden Arbeitsmarkt, mit hoher Schwarzarbeit und so weiter. Das haben wir jetzt wieder. Das ist die Situation, die wir dann immer wieder beobachten. Also lassen sich von den Unterschieden zunächst mal noch gar nicht so sehr beeindrucken. Für die Frage, hat denn das, was wir den Ländern empfohlen haben, von deutscher Seite empfohlen haben, aber eben auch in den Verhandlungen, die in den Rettungsschirmen geführt worden sind, empfohlen haben. Hat das gefruchtet oder hat es nicht gefruchtet? Das ist ja eigentlich das, was hier ansteht. Und da muss man sagen, im Grunde haben alle Programmländer, inklusive Spanien, ihre Arbeitslosigkeit zurückführen können. Hier ist Portugal, hier sehen Sie Irland noch ein bisschen früher, mit einem flexiblen Arbeitsmarkt ist das alles leichter. Und Sie sehen im Kontrast dazu Frankreich und Italien. Die Problemlage dort ist weniger scharf als in Spanien und Griechenland, aber es ergeben sich auch kaum Veränderungen. Also am aktuellen Rand, in Italien ein bisschen, aber in Frankreich sieht man so gut wie nichts an Reduktion der Arbeitslosigkeit. Also es gibt kaum Bewegung dort. Das nehmen Sie bitte als erstes Indiz nur, das ist ja keine kausale Evidenz, die ich Ihnen präsentieren kann mit solchen einfachen Grafiken, aber es ist ein erstes Indiz dafür, was passiert, wenn die Reformen nicht durchgeführt werden, im Hinblick auf diese Kenngrößen, die wichtig sind für uns. Was heißt Reformen? Reformen heißt einerseits Konsolidierung im öffentlichen Sektor und es heißt andererseits Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft durch Strukturreformen. Strukturreformen sind wieder zu unterteilen, einerseits in Reformen am Arbeitsmarkt und andererseits in Reformen auf den Produktmärkten. Also es geht in wesentlichen Teilen in Griechenland mittlerweile vor allen Dingen darum, mehr Wettbewerb in die Wirtschaft hineinzubringen und die kartellierten und verkrusteten Strukturen, die in der griechischen Wirtschaft herrschen, aufzubrechen. Damit über mehr Wettbewerb eben auch eine höhere Produktivität und dann mehr Wirtschaftswachstum zustande kommt. Das ist das, was man eigentlich braucht. Ich habe bis hierhin nicht die Frage klären wollen mit Ihnen, handelt es sich denn jetzt wirklich um ein Staatsschuldenproblem oder ein Privatschuldenproblem? Da können Sie lange drüber streiten. Wir haben drei Länder, bei denen drei von diesen Problemländern, bei denen die Probleme im Bankensektor begonnen haben. Da ist Irland zu nennen. Irland ist dasjenige der drei Länder, bei dem wir davon ausgehen, Es sind nur zwei Länder, bei denen wir in Europa von Bankenkrisen sprechen können. Das ist einmal Irland. Irland war betroffen von der Banken- und Finanzkrise weltweit, von der sogenannten Subprime-Krise aus USA, hat aber dann selber noch eine Immobilienpreisblase unterwegs produziert, die zeitgleich geplatzt ist mit der Subprime-Krise in USA und somit sind die irischen Banken in Schieflage geraten. Der Staat hat diese Schulden übernommen, hat also die Banken rausgehauen zulasten des Steuerzahlers und das hat die irischen Probleme verursacht. In Spanien haben wir eine Situation, in der wir Veränderungen durch die Finanz- und Wirtschaftskrise für das spanische Bankensystem beobachten können. Die amerikanischen faulen Papiere wurden von spanischen Großbanken nicht gekauft, weil sie das nicht durften. Aber auch dort ist eine Immobilienpreisblase geplatzt, eine heimische, hausgemachte, und die spanischen Regionalbanken sind in Schieflage geraten. Das sind die zwei Beispiele, wo der Weg vom Bankensystem und der übermäßigen Verschuldung aufgrund von Immobilienblasen dort sich auswirkt auf die Staatsbilanz und letztlich zu einer zu hohen staatlichen Verschuldung in der zweiten Runde führt. Im Falle von Griechenland, Italien und Portugal haben wir das andersrum. Ja, es ist jedes Mal so, dass die Staatsverschuldung zu hoch ist. Das beginnt mit Griechenland, geht weiter mit Portugal und endet bei Italien jetzt gegenwärtig. Das wirkt sich dann aufs Bankensystem aus, weil die Banken in aller Regel Staatsanleihen in großem Stile halten als Sicherheiten. Denn Staatsanleihen werden nach internationaler Bankenregulierung als sichere Anlagen behandelt, mit Risikogewicht null.
Also das Problem ist eigentlich, dass wir einen sich selbst verstärkenden Prozess haben zwischen Banken und Staat. Das beginnt einmal bei den Banken, ein anderes Mal beim Staat und bringt dann die jeweils andere Seite in Schieflage und dann gibt es nochmal Feedbacks in die andere Richtung. Das ist eigentlich die Situation, in der wir in dieser Krise gewesen sind. Und wenn man diese Diagnose hat, muss man ganz klar sagen, wenn wir das in Zukunft nicht mehr haben wollen, dann müssen wir diese Verbindung zwischen Banken und Staaten abschwächen. Wir können sie nicht trennen, das wird nicht möglich sein, aber sie so abzuschwächen, dass die Probleme eben nicht mehr so stark werden. Und das muss man tun, indem man dann einerseits die Staatsverschuldung zurückführt und dann andererseits bei den Banken ansetzt und dann entsprechenden Bankenregulierung. Deswegen ist das Zurückführen der Staatsverschuldung, egal wo dieser Prozess jetzt begonnen hat, ob im Bankensystem oder bei den Staaten direkt, eine wesentliche Aufgabe. Und man sieht hier die Schuldenquoten, also Bruttoschuldenstand in Prozent des Bruttoinlandsproduktes in den Ländern, die wir hier anschauen. Jetzt gucke ich nur noch die großen Länder mal an der Stelle an. Und den Vergleich zu Deutschland, wir haben den Euroraum auch insgesamt, 2015 sind die letzten Zahlen, die vollständig und sicher zur Verfügung stehen. Wenn Sie das anschauen, die Schuldenquoten gehen weiter nach oben. Deutschland ist das einzige Land in der Eurozone, das seine Schulden stark reduziert im Zeitablauf. Nicht, weil wir richtig sparen, sondern weil wir mit den Zinsausgaben, den niedrigeren Zinsausgaben, die Haushalte ganz gut konsolidieren können, ohne uns anstrengen zu müssen. Das ist im Grunde der Effekt, den Sie hier sehen. Während wir in Spanien hier diesen massiven Anstieg haben, wir haben in Frankreich den Anstieg der Staatsverschuldung und wir haben in Italien den Anstieg der Staatsverschuldung. Und das eigentliche Problem ist, wenn Sie nun in die jährlichen Haushaltsdefizite reingehen, Finanzierungssaldo heißt Plus ist Überschuss, Minus ist Defizit, auch in Prozent des Bruttoinlandsproduktes, dass nur noch Spanien und Deutschland wirklich ihre Haushalte konsolidieren. Frankreich und Italien machen das kaum bzw. unzureichend. Das ist das, was wir seit 2012 etwa beobachten können. Und es hängt ein Stück weit damit zusammen, dass mit der Reduktion der Zinssätze durch die europäische Geldpolitik der Druck genommen wird von den Mitgliedstaaten, ihre Konsolidierung nach vorne zu treiben. Wie sieht es aus bei der Wettbewerbsfähigkeit? Naja, ich nehme jetzt auch nur noch mal diese großen Staaten, damit Sie diese Entwicklung sehen und da nicht so viele Kurven drin sind, das nicht so spaghetti-mäßig aussieht. Man sieht hier in Spanien die Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit aufgrund eines Anstiegs der Lohnstückkosten und dann wieder die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit durch eine Senkung der Lohnstückkosten. Hier werden also Reformen am Arbeitsmarkt durchgeführt. Zum Teil geht das zurück auf Entlassungsproduktivität, aber nur zum Teil. Der Rest ist eine Reduktion der Löhne, die dann letztlich dazu führt, dass die Unternehmer wettbewerbsfähig international werden und mehr exportieren können. Wir sehen hier die Situation in Deutschland bezogen auf 2000. Da ist also der Ankerwert bei 100. Wir verbessern unsere Wettbewerbsfähigkeit im Zeitablauf und verschlechtern nur allmählich. Sind noch weit davon entfernt, wieder der kranke Mann Europas zu werden, wie im Jahr 2000. Und wir haben dann andererseits Italien oder Frankreich. Da gibt es gewisse Verbesserungen in der Produktivität hier bei Frankreich, aber es ist nicht besonders stark. Also die Entwicklung dort ist nicht reformgetrieben. Das fehlt uns im Grunde. Jetzt muss ich fair sein. Italiener haben vor einem Jahr eine Arbeitsmarktreform durchgeführt, die ernsthaft ist. Ganz klar, nehmen wir auch ernst. Aber es ist noch bei weitem nicht so, dass wir damit zufrieden sind. Wenn Sie die Arbeitsproduktivität spezifisch anschauen, dann heißt das ja, Arbeitsproduktivität, das gibt Ihnen so ein gewisses Effizienzmaß. Also wie viel hole ich an wirtschaftlichem Output, an Produkten, Gütern und Dienstleistungen aus einer Arbeitsstunde heraus. Insofern ist das eine Frage der Effizienz, wenn Sie so wollen, der gesamtwirtschaftlichen Effizienz. Immer so ein bisschen schwieriges Maß. Das ist deswegen interessant und ich lege es immer daneben, weil wir gerade für den italienischen Fall zeigen können, dass Italien seit Eintritt in die Währungsunion negatives Produktivitätswachstum hatte. Und ich deswegen nicht ganz verstehen kann, warum unsere italienischen Kollegen immer wieder darauf drängen, doch mehr Nachfrage in den Prozess hineinzubekommen. Diese massive Problematik bei der Arbeitsproduktivität, das zeigt sich auch deutlich in der Innovationstätigkeit der Unternehmen in Italien, deutet auf ganz starke Angebotsprobleme hin. Und deswegen muss man dort ansetzen und entsprechend reformieren. Okay, im Moment haben wir eine Situation, in der die EZB
unglaublich viel von den Problemen in der Eurozone auffängt mit einer sehr stark expansiven Geldpolitik. Wir haben von Seiten des Sachverständigenrats die EZB nicht grundsätzlich dafür kritisiert, dass sie sowas macht. Also dass 2012 Herr Draghi mit seiner berühmten Londoner Rede gesagt hat, er unternimmt alles, was notwendig ist, um die Integrität des Euroraums und den Euro zu erhalten. Whatever it takes. Wir kritisieren ihn auch nicht dafür, dass er unkonventionelle Maßnahmen ergreift. In bestimmten Situationen sind unkonventionelle Maßnahmen notwendig. Und dazu gehört schon auch der Staatsanleihekauf. Wenn er vernünftig durchgeführt wird, ist es keine monetäre Staatsfinanzierung. Das sind die Feinheiten entscheidend, ob man die Grenze zur monetären Staatsfinanzierung überschreitet oder nicht. Und gerade dieses groß angelegte QE-Programm ist keine monetäre Staatsfinanzierung, so wie es im Moment gestaltet ist. QE für Quantitative Easing. Das nie aktivierte, nur angekündigte OMT-Programm aus dem Sommer 2012, da kann man schon eher Zweifel haben, ob das nicht doch eine monetäre Staatsfinanzierung wäre, wenn man es durchführen würde. Und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht eigentlich ein ziemlich salomonisches Urteil getroffen. Ja, überzeugt davon, dass es monetäre Staatsfinanzierung ist, hat man nicht den Konflikt mit dem Europäischen Gerichtshof und eine institutionelle Krise gewählt. Aber in den Bedingungen, die man festschreibt, Grenzen für die zukünftige Geldpolitik der EZB gesetzt. Das Problem, das wir haben, ist, wir haben hier einen Patienten, das ist die Eurozone, der ist noch ein bisschen verfettet, wenn man so hinguckt. Also aber ein ganz dünnes Ärmchen, also stark ist diese Person nicht. Das ist die Geldspritze von Herrn Draghi, Dr. Draghi. Wir alle hoffen, dass der Arm hält und wir sehen, dass die Spritze schon leer ist, dass das nicht mehr viel bringt. Und in der Situation sind wir im Moment leider. Also die Frage wird sein, wie sich das nun weiterentwickeln soll, ob die Geldpolitik hier noch viel tun kann. Und wir haben unsere Zweifel. Okay, also ich überblättere mal diese Diskussion, die habe ich für später. Wie ist die Lage in Griechenland? Naja, sie ist nicht so schlimm wie 2010. Das war 2009, 2010. Da hat der griechische Diskuswerfer mit seinem Schuldendiskus ausgeholt. Und alle haben sich geduckt und Angst gehabt, dass sie davon getroffen werden. Ein Stück weit gab es diese Ansteckungseffekte. Die Situation haben wir nicht mehr. Wir sind in der Lage zu sagen, dass Griechenland, wenn es diesen Reformweg nicht gehen möchte, ihn dann eben nicht geht und auch keine weiteren Mittel, keine weiteren Kredite von den europäischen Partnern bekommen kann. Das Grundprinzip, das wir in der Rettungspolitik sehen, ist das Prinzip Kredite gegen Reformen. Man kann das als Weiterentwicklung der Nichtbeistandsklausel sehen. Dazu sage ich gleich nochmal was, wenn man das so interpretieren möchte. Es ist aber ganz klar, dass dieses Prinzip nicht in Frage gestellt werden darf. Also es kann nicht sein, dass man im Sinne von Transfers auch noch eine Schuldenerleichterung verlangt und dann nicht bereit ist, irgendwelche Anpassungen durchzuführen. Das ist genau das, was letztes Jahr im Sommer passiert ist. Die europäischen Partner haben mit allem Nachdruck darauf gedrängt und es war dann auch klar, dass nur Griechenland aus dieser Situation mit Problemen hervorgegangen ist und sonst kein anderer Mitgliedstaat der Europäischen Währungsunion. Das sieht man hier an den Zinssätzen. Also Sie sehen, die Nulllinie ist der Zinssatz für Deutschland, das andere sind die unterschiedlichen Länder der Eurozone. Hier ist Griechenland, das passt 2011 gar nicht ins Bild, so hoch war der Zinsaufschlag damals. Aber man sieht ja auch den Zinsaufschlag im Jahr 2015, wie die Entwicklung im Zeitablauf ist. Und das bewegt hier unten nichts. Erst als Portugal sein eigenes Problem bekommt mit einem Regierungswechsel und Reformen zurückdreht, erst dann gehen die portugiesischen Zinsen hoch. Also was man auch deutlich hier sieht, trotz der Geldpolitik der EZB, obwohl dieses Programm die Zinsen massiv senkt, bleiben Zinsdifferenziale bestehen und damit wird der Marktmechanismus nicht außer Kraft gesetzt. So, das ist die Situation. Ich habe das hier eben schon beschrieben. Das ist also die Entwicklung Irland, Spanien, Zypern einerseits, das sind die Bankenprobleme, Griechenland, Portugal, Italien andererseits, das sind die Staatsverschuldungsprobleme. Einmal geht es von den Banken zu den Staaten und ein anderes Mal geht es von den Staaten zu den Banken. Ja? Es geht also darum, hier etwas zu ändern. Und an der Stelle muss man klar sagen, dass das, was wir in der Rettungspolitik gesehen haben im Zeitablauf, ganz spezifisch versucht, einen Defekt des Maastricht-Vertrags und des Lissabon-Vertrags, dieser Architektur der Währungsunion, mit der wir in die Krise hineingelaufen sind, zu korrigieren. Was ist die Architektur? Nun, die Architektur ist ganz simpel.
eine Vergemeinschaftung der Geldpolitik und absichtlich bleiben die Finanz-, Fiskal-, Haushaltspolitik, wie Sie immer dazu sagen wollen, einerseits und die sonstige Wirtschaftspolitik, insbesondere die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in den Händen der Mitgliedstaaten. Und es ist schön, dass Herr Weizsäcker jetzt gerade hier bei der Architektur der Eurozone reinkommt. Ich grüße Sie. Ja. Das war absichtlich so gewählt worden. Man kann immer darüber streiten, inwiefern ein Währungsraum optimal ist oder nicht. Die Idee dahinter war ganz simpel. Wir schaffen mit der Vergemeinschaftung der Geldpolitik eine Währung, die von den Staaten, auch aufgrund der so unabhängigen Europäischen Zentralbank, nicht mehr in irgendeiner Weise berührt werden kann. Das heißt, die Geldwertstabilität ist aus den Händen der Mitgliedstaaten genommen und in dem Sinne nicht mehr politisiert. Das wirkt über die Finanzmärkte disziplinierend auf die Mitgliedstaaten. Das ist die Hoffnung dieses Konstrukts von Anfang an gewesen. Und wenn Sie so wollen, sind wir jetzt in einer solchen schwierigen Disziplinierungsphase drin. Und man kann darüber streiten, wie gut die Finanzmärkte disziplinierend sind. Wenigstens seit der Finanz- und Wirtschaftskrise disziplinieren sie weiterhin, ja, mit entsprechenden Zinsdifferenzialen. Dazu, um das sicherzustellen, haben wir das Verbot der monetären Staatsfinanzierung in den Verträgen drinstehen. Wir haben drinstehen die sogenannte Nichtbeistandsklausel, also Mitgliedstaaten müssen einander nicht beistehen, sollen einander nicht beistehen. Wobei mich Juristen aufgeklärt haben, wenn der Satz drinsteht, stehen einander nicht bei, dann ist eigentlich festgelegt, dass sie das auch nicht dürfen. Und deswegen gibt es immer den Streit darum, ob die Rettungsschirme ein solcher Mechanismus sind, der das Nichtbeistandsgebot in irgendeiner Form verletzt. Der EuGH hat entschieden, nein, ist nicht so. Und ich kann der Interpretation folgen. Überlegen Sie mal, was Nichtbeistandsklausel heißt. Am Ende eines solchen Verfahrens, in dem ein Staat Finanzierungsschwierigkeiten hat, heißt die Nichtbeistandsklausel, wenn sonst niemand hilft, dass dieser Staat in die Insolvenz geht, also umstrukturieren muss, seine Schulden umstrukturieren muss. Und das heißt in diesem Fall vor allen Dingen, dass die Gläubiger dran glauben müssen. Denn wir können den Staat ja nicht wie eine Kapitalgesellschaft umstrukturieren, wo die Gesellschaft nachher untergeht im Zweifel. Wenn das so ist, dann heißt es auch ganz klar, wenn Sie ein bisschen in sich reinhören und mal bei Bekannten fragen, so im Unternehmenssektor, wie werden denn Insolvenzen im Privatbereich gelöst? Nun, die werden dann gelöst, wenn die Geschäftsidee des Unternehmers tragfähig ist, indem die Banken umschulden und zusätzliche Liquidität geben, damit man über die Zeit kommt. Und diese Liquidität wird bereitgestellt von den Rettungsschirmen. Zunächst temporär und mittlerweile mit dem europäischen Stabilitätsmechanismus dauerhaft. Dieser Krisenmechanismus ist also eine sinnvolle Ergänzung der Architektur des Euroraums. Und genauso ist die Idee Kredite gegen Reformen eine sinnvolle Ergänzung. Wir haben diese Maßnahmen hier alle ergriffen. Das ist vom BMF, diese schöne Grafik. Wie Sie sehen, ich habe sie extra länger gelassen. Ich will sie nicht im Detail erklären. Wir sind in diese Richtung gegangen. Wenn man eine Insolvenz von Staaten als letztinstanzlichen Effekt einer Nichtbeistandsklausel sieht, dann muss man aber auch im Bankensystem dafür gewappnet sein. Und das ist genau das Problem, das wir in der Eurokrise gehabt haben, dass die Banken nach einer schweren Finanz- und Wirtschaftskrise nie im Leben eine Insolvenz eines dieser Euro-Mitgliedstaaten verkraftet hätten. Und von daher setzt die Bankenunion hier am richtigen Punkt an, und setzen die Regulierungen am richtigen Punkt an, die wir mit Basel III und mit nationalen Regulierungsschritten dann auch mit der Regulierung in der EU getroffen haben. Sie zielen darauf ab, dass die Banken widerstandsfähiger werden, dass sie höhere Eigenkapitalforderungen erfüllen, mehr Puffer haben, um Schocks abzufedern. Die Aufsichten sollen dann dafür sorgen, dass die Verflechtungen nicht so eng sind. Zwischen den Bankensystemen, zwischen den nationalen Bankensystemen, dass auf der anderen Seite aber auch die Verflechtung zwischen den Staaten und den Banken nicht so stark ist. Und wenn wir da genauer hingucken, muss man sagen, da geht die Bankenunion nur ein kleines Stück weit. Denn es ist weiterhin so, dass Staatsanleihen von den Banken gehalten werden mit einem Nullrisiko. Wir haben keinerlei Risikogewichtung von Staatsanleihen. Wenn wir das heute einfach so einführen würden, hätten die Banken auch gewaltige Probleme. Das heißt, das kann man auch nur im Übergang einführen. Und was man ebenfalls sagen muss, die Bankenunion schafft ein System der Abwicklung von Banken. Das Abwicklungsregime, das seit dem 1.1. diesen Jahres gilt. Und das soll festlegen, dass der Steuerzahler erst
auf den späteren Stufen für die Schieflage von Banken eintreten muss, nämlich dann, wenn es nicht mehr anders geht. Vorher sollen die Eigentümer, Aktionäre und nachrangige Gläubiger als erstes eintreten, um diese Bank aufzufangen. Also im Grunde geht man so vor, wie wir bei sonstigen Insolvenzverfahren auch vorgehen würden. Nun muss man klar sagen, also dieses System, was eintritt, bevor die Staaten irgendetwas tun können sollen, nennt man das Bail-in-Verfahren. Und das ist nun das Problem, das wir gerade in Italien sehen. Wenn man nach dem Bail-in verfährt, dann verlieren die Aktionäre ihr Eigentum. Das werden ja manche in Italien noch ganz gut verkraften, auch im politischen System. Schwierig wird es dann aber mit den nachrangigen Gläubigern, denn die italienischen Banken haben sehr breit Schuldverschreibungen gestreut an ihre Kunden. Die Bankenaufsicht hat zugeschaut, ohne sich dagegen zu wehren, obwohl das eigentlich risikoreiche Papiere sind. Das ist so breit gestreut, dass es eine wichtige Wählerschicht für Matteo Renzi ist, und aus diesem Grund möchte er eigentlich nicht an diese Gläubiger rangehen und das Bail-in eben auch nicht in dem Maße fortführen. Und jetzt werden wir sehen müssen, unter welchen Bedingungen man versuchen wird, diese Regeln zu umgehen. Es gibt eine ganze Reihe von Öffnungsklauseln darin, da wird sich die nächsten Tage zeigen, was passiert. Das ist die Situation, die wir da gegenwärtig haben. Wir können im Moment nicht erkennen, dass die Bankenschieflage in Italien wirklich so ernst ist, dass es Ansteckungseffekte in andere Länder gibt. Die Probleme mancher vereinzelter Banken in Deutschland oder in Frankreich, die wir feststellen können, sind hausgemacht und haben im Moment noch nichts zu tun mit dem italienischen Fall. Das ist die Lage, die wir dort haben. Wir haben das im Sachverständigenrat aufgeschrieben. Hier haben Sie die Bankenunion. Dafür sehen wir die Vergemeinschaftung vor, die gekommen ist. Wir orientieren uns am Maastrichter Vertrag. Den Krisenmechanismus halten wir für sinnvoll, wenn er ergänzt wird durch einen Mechanismus, der eine Umschuldung von Staatsverschuldung in den Mitgliedstaaten der Eurozone erlaubt. Im Prinzip gehen wir von der Stärkung der No-Bailout-Klausel aus und davon, dass die Fiskalpolitik und die sonstige Wirtschaftspolitik in nationaler Verantwortung bleibt. Weitergehende Vorschläge, die das auflösen würden, sehen wir eigentlich nur dann als Möglichkeit an, wenn die Mitgliedstaaten Souveränitätsverzicht üben. Unseres Erachtens kann es nicht sein, dass wir in Europa eine fiskalpolitische Instanz schaffen, die irgendwelche Mittel locker macht unter ganz bestimmten Bedingungen für die Mitgliedstaaten, wie immer man das nennt. Das heißt manchmal Fiskalkapazität, das heißt manchmal europäische Arbeitslosenversicherungen. Die Designs dieser Institutionen sind jeweils anders. Und nicht zugleich diese Instanz die Möglichkeit hat, in die nationalen Haushaltspolitiken hineinzuregieren. Ja, also beides muss zusammengehen. Wenn man einerseits die Haftung der Mitgliedstaaten für ihre Haushaltspolitik ein Stück weit lockert durch eine Fiskalkapazität auf EU-Ebene, dann muss das auf der anderen Seite auch heißen, dass mehr Kontrolle existiert von der europäischen Ebene. Und die muss klar über den Stabilitäts- und Wachstumspakt hinausgehen und verbindlich sein. Mit anderen Worten, das alte Haftungsprinzip muss Gültigkeit haben. Haftung und Entscheidung, Haftung und Kontrolle müssen auf der gleichen Ebene liegen. Und das ist der entscheidende Punkt hier. Okay, das sind die weiterreichenden Konzepte. Ich komme zum Schluss. Wir können vielleicht nachher ein bisschen drauf eingehen. Ich will die Unterschiede nicht zu stark machen. Ich habe es versucht, hier zusammenzufassen, vor allen Dingen mit den Stichworten Fiskalkapazität und gemeinsame Arbeitslosenversicherung. Aber da werden wir bestimmt noch nachher Gelegenheit haben, zu diskutieren. Also, die Lage ist schwierig weiterhin. Die Eurokrise ist nicht bewältigt. Wir stehen vor größeren Anpassungen in Italien. Wir müssen die Auswirkungen des Brexit verkraften in den nächsten Jahren. Die Bankenunion ist immer noch nicht komplettiert in vielerlei Hinsicht. Das ist auch eine offene Baustelle. Ich erwarte nicht, dass wir in Richtung einer Vergemeinschaftung der Fiskalpolitik gehen. Und wenn wir das machen, ohne dass Haftung und Kontrolle zusammenkommen, schaffen wir damit den Keim für die nächsten Probleme und für die nächste Krise. Das ist die große Sorge, die wir hier haben. Ja, Sie sehen, das Problem gegenwärtig ist weiterhin der hohe Schuldenberg, vor dem wir sind. Also der Vater steht mit seinen Kindern da und sagt ihnen ganz klar, someday all this will be yours. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus